Servus, grüß euch von der Lohe, willkommen zu Escape vom Tarkov und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Shoreline. Ja, was machen wir auf Shoreline? Erstmal überleben. Ich hab gar keine Ahnung, wo ich hier gespawnt bin. Ah, okay, hier. Ja, was machen wir auf Shoreline? Eigentlich eben hauptsächlich überleben. Ja, wir sammeln eigentlich nur. Wir spielen. Wir müssen Erfahrung sammeln. XP. Wir brauchen Stromkabel. Wir brauchen theoretisch auch die Batterien, die wir hier aber nicht finden werden. Also wüsste ich nicht, wo man aus hier schon einen finden könnte, außer bei dem Scaff. Ja, dann was brauchen wir noch? Sicherungen brauchen wir noch, die können wir schon finden hier. Orientierung ist wieder hergestellt. Das ist so eine gute Frage, wo wir hingehen. Wir könnten Richtung Hafen gehen. Ja, ich glaube, wir gehen Richtung Hafen. Das Wetter ist für uns jetzt eigentlich eher, naja, so mittelprächtig. Ja, doch wie auf dem Fernkampf ein bisschen ausgeglichen sind mit unserer SQS. Durch das Wetter können sich halt die Leute doch besser auch anschleichen. Vor uns sind schon die ersten Schüsse. Ja, das könnte sogar direkt vor uns sein. So die Richtung hier. Ja, das war der Tag gemeint.
wieder gegen Mervis ganz rüber gegen den Team. Scheiß weg, das sehe ich gar nichts. Ja, liebe Leute, das Wetter spielt jetzt nicht mit uns. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es sind definitiv Spieler, bei denen, wo ich jetzt gerade geschossen habe, das waren Scaff. Ich glaube, das mehrere Spieler sind. Oh Leute, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen? Also rein vom Gefühl her, so wie der Scaff in die Richtung geschossen hätte, hätte ich jetzt so gesagt, so Richtung Straße, Tankstelle, aber man sieht halt da auch keinen. Auch keinen Bock hier eine Stunde da zu sitzen. Ich weiß, in Tarkov gewinnt oft der wo mehr Geduld hat. Aber ich will euch ja jetzt nicht einen Raid zeigen, wo man eine Stunde lang auf die Tankstelle stand. Zwei Leute.
hier war schon einer. Hier war schon jemand. Ganz stark. So, heute werden wir echt von Hatchlingen verfolgt. Aha. Sieh, Claudia hat die ganzen Saves jetzt schon durch. Ich weiß nicht, was die Leute haben, dass die Spaß an dem Scheiß haben. Ich verstehe es einfach nicht. Wundert mich das nicht. Zwei von denen. Ich hab zwei noch. Schauen wir mal, ob er da hinten auch war.
erstmal noch kurz die grüne Kiste mitnehmen hinten. Schau's auf den 60er Mac. Aber ich hoffe, dass der Typ an den Blutungen gestorben ist oder was der Geier. Ja, getroffen habe ich ihn. Fällt gerade auf, im Leuchtturm soll doch auch, glaube ich, ein Schlüsselspawn sein. Ich bin jetzt aber gerade nicht mehr sicher. Und wo das wäre, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Stärke Level 1. Okay, hier oben war ich noch nie. Schon ziemlich hoch hier. Okay, wo der Schlüssel spawnt, weiß natürlich jetzt auch kein Mensch. Ah, das war doof. Schlagen wir uns mal hier jetzt in den Wald.
Zeit 38 Minuten. Ja, könnte schon gefährlich sein, dass auch jemand anders exiten möchte. Jo, wir haben es geschafft. Spannende Runde. Jetzt echt nur noch gehofft, dass da keiner von hinten kommt. Ja, Level 21 haben wir. Bauen nur noch 22. Dann haben wir Prepper wieder ein neues Level. Dann können wir eigentlich die AK-105 kaufen. Aber ich sage euch, die werde ich hoch und runter spielen, wenn ich mir den kaufen kann. Ja, ich bedanke mich wie üblich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder.
In Tarkov. Pfiat euch, Servus, euer Dr. Bü.